Den Tagesordnungspunkt 5. Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am Fähigkeitsaufbau der Europäischen Union im Sahel mit Schwerpunkt Niger. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Rund 16.000 Soldaten aus Mali hat die Bundeswehr bisher ausgebildet. Es sollten 16.000 Hoffnungsträger sein, 16.000 Soldaten, die in Zukunft selbst für die Sicherheit und Stabilität in ihrem Land sorgen können. Und unsere Soldatinnen und Soldaten nahmen genau für diese Aufgabe viel, viel auf sich. Sie schulten Pioniere und Infanteristen, vermittelten das nötige Handwerkszeug und Grundkenntnisse des humanitären Völkerrechts. Und das alles in einem gefährlichen Umfeld und weit weg von Freunden und Familien. Unsere Truppe erfüllt ihren Auftrag hier professionell und hochmotiviert. Und ich sage Ihnen, sie verdient dafür Respekt und Anerkennung. Vielen Dank für diesen Einsatz. Das ist die positive Seite. Zur Wahrheit gehören aber auch die Schattenseiten der Zusammenarbeit mit den malischen Machthabern. Das malische Regime sagt zwar, dass unsere Hilfe willkommen sei, aber seine Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Seit Monaten fordert die internationale Gemeinschaft baldige demokratische Wahlen ohne Erfolg. Und wir sind schockiert vom schrecklichen Massaker in Moura. Und die malischen Streitkräfte stehen in Verdacht, an diesen Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen zu sein. Und noch nicht einmal eine Beweissicherung durch die Vereinten Nationen wird von den malischen Machthabern möglich gemacht. Das ist ein absolutes Unding, hierauf so zu reagieren, meine Damen und Herren. Und die malischen Machthaber erklären ganz offen, dass sie mit russischen Kräften zusammenarbeiten. Und deshalb sage ich ganz klar an dieser Stelle, deshalb darf es kein Weiter-so bei diesem Mandat geben. Wir können nicht vertreten, dass von uns ausgebildete Militärs später an der Seite von russischen Kräften, russischen Söldnern eingesetzt werden und möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begehen. Das darf es nicht geben. Das können wir weder gegenüber der Zivilbevölkerung in Mali noch gegenüber unserer eigenen Truppe und auch nicht gegenüber der deutschen Bevölkerung verantworten. Und deshalb wird es keine weitere Ausbildung mehr in Mali geben. Und deshalb legen wir Ihnen dieses veränderte Mandat auch vor. Die Obergrenze wird deutlich reduziert von 600 auf jetzt 300 Soldatinnen und Soldaten. Bei diesen Umständen darf es kein Weiter-so geben. Ein Schwerpunkt, man wird sich jetzt vielleicht fragen, wieso sind denn weiterhin noch 300 Soldaten vorgesehen? Das ist ganz einfach zu beantworten, denn der Schwerpunkt unseres Engagements liegt künftig im Niger. Aus zwei Gründen. Erstens, und darüber haben wir schon debattiert, aber für diejenigen, die es noch nicht verfolgt haben, zwei Argumente. Der Sahel hat weiterhin für uns eine große Bedeutung, und wir müssen unsere Ziele weiterverfolgen: Stabilität und Sicherheit in der Region. Und zweitens, und hier genau liegt der Unterschied zu Mali, die Regierung in Niger ist ein verlässlicher Partner. Denn sie hat ganz klar in den Gesprächen deutlich gemacht, eine Zusammenarbeit mit Söldnern, eine Zusammenarbeit mit russischen Kräften kommt für sie nicht in Frage. Das wollen sie ihrer Bevölkerung nicht zumuten, weil sie die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen genau sehen. Und das ist der Unterschied. Und deswegen werden wir auch uns weiter im Niger engagieren. Meine Damen und Herren, dort bilden unsere Soldatinnen und Soldaten Spezialkräfte aus, und zwar mit der Operation Gazelle.
Und diese Operation ist ein echtes Vorzeigeprojekt. Und davon konnte ich und meine Begleitung mir bei der Sahelreise im April ein eigenes Bild machen. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Und genau hier wollen wir an unseren Planungen festmachen und die Ausbildung bis Dezember zu Ende führen. Und ich habe vorhin in der Debatte, Herr Otte, von Ihnen gehört, völlige Überraschung, dass wir das jetzt bis zum Ende Dezember beenden wollen. Das war schon immer so angelegt in diesem Mandat. Das war schon immer vorgesehen. Und das ist gut, genau, weil es erfolgreich ist, weil die malischen Soldaten jetzt selbst in der Lage sind, ihre Spezialkräfte auszubilden. Und das haben wir ja genau in den Gesprächen auch gehört. Sie waren dabei. Das ist nachhaltig. Das war der richtige Ansatz. Und das gibt auch dem Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten einen Sinn. Meine Damen und Herren, wenn wir uns im Sahel engagieren, dann verfolgen wir ganz klar andere Ziele als in Russland, als Russland oder auch China, die ihre wirtschaftlichen und militärischen Aktivitäten in Afrika ausweiten. Uns geht es nicht darum, Machtansprüche durchzusetzen und unseren Einfluss auszuweiten. Uns geht es darum, den Kampf gegen den Terrorismus mit zu unterstützen. Wir wollen die Staaten in der Region dabei unterstützen, selbstständiger zu werden. Und wir knüpfen unser Engagement an unsere Werte. Und genau deshalb ist es wichtig, im Sahel in dieser wichtigen Region zu bleiben, für die Stabilität in Zentralafrika und für die Sicherheit auch hier in Deutschland und Europa. Mit dem Niger haben wir einen Partner in der Region, auf den wir uns verlassen können und der sich auf uns verlässt. Und deswegen darf es auf der einen Seite kein weiter so geben, keine weitere Ausbildung mehr in Mali, aber unser Engagement im Niger weiterführen, so wie vorgesehen. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Mandat. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute zum zweiten Mal über Mali. Die Debatte, die wir vor einer Stunde hier im Hohen Haus über das MINUSMA-Mandat geführt haben, hat bereits eins deutlich gemacht. Die Bundesregierung muss sich wirklich fragen lassen, wie sie sich das vorstellt hier mit wichtigen Mandaten. Es kann einfach nicht sein, dass wir die Anträge zu MINUSMA und EUTM erst heute Mittag erhalten haben. Beide Anträge kamen um 13:30 Uhr, gerade mal ein paar Stunden hier vor der Debatte. Bei so einem ernsten und komplexen Thema sollte man mindestens mal ein paar Tage Vorlauf haben. Stattdessen bekommen wir den Antrag auf den letzten Drücker. Das ist einfach unseriös. Und keiner wird bestreiten wollen, dass wir in Mali wirklich vor einem schwierigen Dilemma stehen. Es gibt natürlich keine einfachen und schnellen Antworten. Unsere französischen Partner wurden aus Mali rausgedrängt. Und das wirft natürlich allerlei Fragen auf, wie es mit unserem Beitrag in der Region weitergeht. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht erst vor 3 Tagen passiert, sondern vor 3 Monaten. Und trotzdem wird das Mandat hier kurz vor knapp durchgepeitscht. Nächste Woche soll bereits die Abstimmung sein. Und wir als CDU/CSU können hier wirklich nur dringlich dazu auffordern, dass die Bundesregierung den Bundestag in Zukunft bei solch wichtigen Fragen dem vom Anstand gebotenen Vorlauf einräumt. Und warum ist dieses Mandat so wichtig? Natürlich geht es um Stabilität und Sicherheit in Mali. Aber es geht eben nicht nur um Mali. Es geht um die Ausbildung und die Herstellung von Sicherheit in der gesamten Sahelregion. Es geht vor allem auch natürlich um Niger, das haben Sie eben deutlich gemacht, um Burkina Faso, Mauretanien und andere Länder. Wir als Deutsche und Europäer haben selbstverständlich ein immenses Interesse daran, dass sich die Lage dort zum Besseren entwickelt. Und darum, und das muss man natürlich ehrlich sagen, steht es gerade nicht gut. Wir beobachten ja schon länger, was in Mali passiert. Mindestens seit Herbst arbeitet Mali eng zusammen mit der russischen Söldnerfirma Wagner.
Das ist eine Firma, die nichts anderes ist als der verlängerte Arm des Kremls. Und genau das müssen wir doch neu bewerten. Und da müssen doch zu Recht alle Alarmglocken angehen. Und um das noch mal deutlich zu machen, wir alle waren geschockt von den Bildern aus Irpin und Butscha, wo russische Truppen schlimmste Verbrechen begehen, morden, vergewaltigen, entführen. Und genau dort sagen wir, dass das Konsequenzen haben muss. Und diese Haltung ist ja richtig, aber sie darf natürlich nicht nur für die Ukraine gelten, sondern auch für Mali. Denn vor wenigen Wochen konnten wir alle lesen, was in Moura, einer kleinen Stadt in Zentralmali, vorgefallen ist. Hunderte Zivilisten wurden hier grausamst massakriert. Und die Täter, das waren malische Regierungstruppen und russische Söldner. Das waren malische Truppen, man muss es hier so aussprechen, die von deutschen Offizieren in guter Absicht ausgebildet wurden und die nun mit russischen Truppen morden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist abscheulich und das können wir natürlich niemals akzeptieren. Und trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir einen Weg finden, wie wir in der Region präsent bleiben, wie wir auf eine sinnvolle Art und Weise, die auch moralisch vertretbar ist, dort bleiben. Wir dürfen uns ja gar keine Illusionen machen. Wenn wir ein Vakuum hinterlassen, werden Russland und die Dschihadisten sich sputen, es zu füllen. Und genau das ist der Punkt, warum wir hier so sorgsam abwägen und beraten müssen. Und wir von der CDU-CSU-Fraktion leisten hierzu sehr, sehr gerne unseren Beitrag für eine sachorientierte Debatte. Aber die Regierung muss uns das auch wirklich, Frau Lamprecht, in einem angemessenen Rahmen ermöglichen. Und genau das ist unser eindringlicher Appell an Sie heute hier. Herzlichen Dank. Das Wort hat die parlamentarische Staatssekretärin Katja Keul. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es um die Militärmandate in Mali und in der Sahelregion geht, lohnt es sich immer wieder mal einen Blick zurückzuwerfen, um zu verstehen, warum die Bundeswehr seit nunmehr über 10 Jahren dort ist. Im Jahr 2012 kollabierte erst die malische Armee und dann die malische Regierung. Die aus Libyen mit den Waffen Gaddafis zurückkehrenden Tuareg verbündeten sich vorübergehend mit den Islamisten und besetzten den ganzen Norden des Landes. Die schwache malische Armee ohne jede Ausrüstung oder ernstzunehmenden Sold konnte dem nichts entgegensetzen. Ein knappes Jahr litten die Menschen unter einem grauenvollen Scharia-Regime. 2013 drohte die Einnahme der Hauptstadt Bamako und die Implosion des gesamten Staates. Die damalige Situation war für die Menschen in Mali die reinste Hölle. Ein Failed State als Freiraum für islamistischen Terror wäre auch für die ganze Region und letztlich auch für Europa ein nicht hinnehmbares Sicherheitsrisiko gewesen. Und es war daher richtig, den Vormarsch der Islamisten militärisch zu stoppen. Die UN brachten daraufhin MINUSMA auf den Weg und die EU beschloss, malische Streitkräfte so auszubilden, dass sie künftig ihr Land selber verteidigen könnten. EUTM, aber auch die zivilen Missionen EUCAP Sahel Mali und EUCAP Sahel Niger haben mühsame militärische und zivile Aufbauarbeit bei der Ausbildung von Sicherheitskräften geleistet. Mit etlichen Rückschlägen und ja, auch mit Problemen, aber auch mit substanziellen Erfolgen, wie beispielsweise in Niger. Was aber nicht gelang, war eine politische Stabilisierung und die Umsetzung einer guten Regierungsführung in Mali. Die Menschen hatten letztlich die korrupten Eliten wieder mal endgültig satt und unterstützten 2020 und 2021 den erneuten Putsch durch das Militär. Wir können aber keine Sicherheitskräfte für eine Armee ausbilden, die ständig die Macht selber an sich reißt. Es gibt noch immer keinen klaren Fahrplan für die Rückkehr zur Demokratie. Selbst die harten Sanktionen von ECOWAS haben daran nichts geändert. Und die verstärkte Zusammenarbeit der malischen Regierung mit russischen Truppen ist ebenso wenig hinnehmbar wie die ständigen Menschenrechtsverletzungen. Ein Weiter-so kann und wird es in Mali deshalb nicht geben. Das habe ich auch bei meinen Gesprächen Anfang Februar in Bamako deutlich gemacht. Und auch die Außenministerin hat gerade erst gegenüber Präsident Goïta und Außenminister Diop eine Rückkehr zur Demokratie und Verfassung eingefordert.
Da hier keinerlei Fortschritte zu erkennen sind, haben wir auf EU-Ebene Anfang April gemeinsam beschlossen, die Ausbildung der malischen Streitkräfte einzustellen. Auch die Bundeswehr wird deshalb bis auf Weiteres keine malischen Soldatinnen und Soldaten mehr ausbilden. Das Mandat, das wir Ihnen hier heute vorlegen, ist somit grundlegend geändert. Erstens. In Bamako selbst werden nur noch bis zu 15 Soldatinnen und Soldaten im Stab des Missionshauptquartiers verbleiben. Sie werden nur noch auf strategischer Ebene beraten und unsere Vernetzung vor Ort sicherstellen. Das ist wichtig, damit wir einen direkten Zugang zu den malischen Ansprechpartnern behalten. Und es ist eine Frage der Transparenz, das auch im Mandat klar zu verankern. Klar ist außerdem, eine Wiederaufnahme durch die Hintertür wird es nicht geben. Sollten sich die Verhältnisse wieder verändern, wäre eine Wiederaufnahme der Ausbildung nur mit erneuter Zustimmung des Bundestages möglich. Zweitens haben wir den Tschad aus dem Einsatzgebiet der Bundeswehr gestrichen. Die EU plant ohnehin keine Ausbildungsmaßnahmen im Tschad, wo es in den letzten Jahren nicht mal den Ansatz einer demokratischen Entwicklung gegeben hat. Und deshalb ist es auch nur folgerichtig, den Tschad auch formal aus dem Mandat herauszunehmen. Das gilt übrigens auch für das EU-Mandat. Für eine entsprechende Änderung werden wir uns in Brüssel einsetzen. Die Ausbildung der Spezialkräfte in Niger hingegen werden wir mit bis zu 230 Soldatinnen und Soldaten unverändert fortsetzen und bis Jahresende voraussichtlich erfolgreich abschließen. Die bisherige Zwischenbilanz ist positiv. Auch im Anschluss an diese Ausbildung will Niger weiter mit uns zusammenarbeiten, und wir sind dazu grundsätzlich auch bereit. Dieser ursprünglich bilaterale deutsche Spezialkräfteeinsatz Gazelle ist Teil von EUTM. Perspektivisch wird EUTM Malu also eher zu einem EUTM Sahel werden müssen. Insgesamt halbiert sich die Mandatsobergrenze durch die Einstellung der militärischen Ausbildung in Mali von 600 auf 300. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ministerin sagte eben noch zu MINUSMA, die Mandatsentscheidung ist noch schwieriger als vor einem Jahr. Das gilt umso mehr für die Ausbildungsmission. Mit den notwendigen existenziellen Veränderungen an diesem Mandat setzen wir aber wichtige Botschaften. Wir haben klare rote Linien beim Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten. Wir geben ihnen keinen Auftrag, den sie mit ihren Mitteln nicht erfüllen können, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Gleichzeitig zeigen wir in Niger, dass wir trotz des Krieges in Europa die Sahelregion nicht aus dem Blick verlieren werden. Wir ziehen uns nicht einfach zurück und überlassen anderen das Feld. Das ist eine Frage der Verantwortung für die Sicherheit und Zukunftschancen der Menschen im Sahel und für unsere Sicherheit in Europa. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete René Springer für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste! Wir debattieren hier den Antrag der Bundesregierung, das Engagement der Bundeswehr in der Sahelzone, insbesondere Mali und Niger, zu verlängern. Wir sind seit 2013 in der Region militärisch aktiv. 5.000 Soldaten haben seither in diesem Einsatz dort gedient. Insgesamt hat das deutsche Engagement den Steuerzahler 4 Milliarden Euro gekostet. Und die katastrophale Bilanz wurde ja im Grunde auch eindrucksvoll vorgetragen. Ein Rohrkrepierer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung sagt in ihrer Zielsetzung für den Einsatz, es ginge um Frieden, Stabilität und Sicherheit. Nun muss die Bundesregierung zugeben, dass es heute mehr islamistische Widerstandsgruppen gibt in der Region als vor 12 Jahren. Und sie muss zugeben, dass es einen deutlichen Anstieg der Zahl der Anschläge gibt und auch der Menschenrechtsverletzungen, die gerade erwähnt wurden. Die Bundesregierung hat als Ziel angegeben, Wohlstand zu vergrößern und Perspektiven für Afrikas Jugend zu schaffen. Fakt ist, nach Angaben der Vereinten Nationen, dass die Anzahl der Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, seit 2018 von 4,1 Millionen auf 6,3 Millionen angestiegen ist. Das ist in 4 Jahren ein Anstieg von 50%. Und die Bundesregierung hat immer Wert darauf gelegt, dass es dort rechtsstaatlich zugeht und demokratisch.
Und erwähnt wurde ja schon der berühmte Putsch im Jahr 2020 im August. Die Bundesregierung war aber nicht sonderlich beeindruckt, hat den Einsatz dort nicht verändert, nicht abgebrochen, einfach weitergemacht. Und jetzt stellt sie sich hier hin, beklagt die Festigung einer Militärregierung und ausgefallene demokratische Wahlen. Was für eine Heuchelei, wenn man jahrelang die Soldaten ausgebildet hat, die für eine Stabilisierung dieser Militärregierung jetzt ihren Beitrag leisten. Und es kommt ja noch viel schlimmer. Der Chef der Militärregierung ist in den Jahren 2008 und 2016 in Deutschland bei der Bundeswehr ausgebildet worden. Sie selbst tragen die Verantwortung für die katastrophale Entwicklung in Mali, und das muss hier auch so deutlich ausgesprochen werden. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali ist nach allen Kriterien, die Bundesregierung selber definiert hat, gescheitert. Aber die Frage ist, ob es dort überhaupt um Frieden, Menschenrechte, Wohlstand und Demokratie ging. Ich möchte mal Egon Bahr, den SPD-Politiker, zitieren, der mal gesagt hat, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Und das scheint auch hier der Fall zu sein. Und die Bundesregierung lässt in ihrem Antrag ja im Grunde auch die Hose runter, jedenfalls zur Hälfte. Sie verlegt den Schwerpunkt der deutschen Beteiligung von Mali in den Nachbarstaat Niger. Niger, nach Zahlen der Vereinten Nationen, das am wenigsten entwickelte Land der Welt, und zugleich ist es doch reich. Es ist nämlich reich an Uran. Es ist die sechstgrößte Uranfördernation der Welt. Seit 1971 wird das Uranvorkommen in Niger von französischen Staatskonzernen ausgebeutet. Derzeit oder aktuell importiert Frankreich ein Viertel ihres Urans aus Niger, um den Durst und den Hunger der heimischen Atomkraftwerke zu stillen. Aber dieser Uranabbau, der hat eben auch seine Folgen. Denn die Abbaugebiete überziehen das Land der Tuareg fast vollständig und erzeugen dort Widerstand. Es kommt zu massiver Umweltverschmutzung, zu Krankheiten, zu verstrahltem Brunnenwasser und vor allem auch zu Austrocknungen und Ausdürrungen. Und wenn Frau Baerbock sich zuschalten lässt aus Niger und sagt, es liege an der Klimakrise, dann sagt sie nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist nämlich, dass das fossile Grundwasser benötigt wird für den Uranabbau. Das alles sind die Fakten. Wir haben uns hier, die Bundesregierung hat Deutschland zum Handlanger französischer Interessen in der Sahelzone gemacht. Das ist keine wertegeleitete Außenpolitik, das ist dumme Außenpolitik. Wir wollen Außenpolitik im deutschen Interesse, und deswegen lehnen wir diesen Einsatz ab. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Ulrich Lechte für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser eindrucksvollen Rede für AfD-TV wollen wir jetzt bitte wieder zu den Fakten dieses Mandates zurückkehren und uns hier mit den Dingen auseinandersetzen, die uns eigentlich alle bewegen sollten. Denn seit 2013 hat der Deutsche Bundestag jährlich die Beteiligung der Bundeswehr an der Mission der Vereinten Nationen MINUSMA und der Mission der Europäischen Union EUTM beschlossen. Seit 2013 konnten wir uns auch schon über viele positive Auswirkungen unseres Engagements freuen. So konnten wir den islamistischen Terror im Norden Malis eine Zeit lang zumindest bekämpfen und begrenzen. Und das war auch das Ursprungsmotiv, dass wir dort vor Ort eingegriffen haben. In letzter Zeit mehren sich natürlich die negativen Meldungen aus der Region, aber die Menschen vor Ort vertrauen nach wie vor auf unsere Hilfe und auf unseren Beistand. Und dabei rede ich explizit von der Zivilbevölkerung, die schweren Sorgen entgegensehen. Und wenn man das Beispiel zum Beispiel Gao nimmt, worüber wir bei MINUSMA gesprochen haben, dort sind in den letzten Monaten ist die Bevölkerungszahl von 90 auf 120.000 Menschen angewachsen, weil diese 30.000 Menschen, die nach Gao gekommen sind, die Sicherheit unserer Truppen vorziehen gegenüber den Islamisten, die um sie herum ihnen die Probleme bereiten.
Nach den Militärputschen in Mali im August 2020 und im Mai 2021 verschlechtert sich zunehmend die Sicherheitslage in Mali. Im April 2021 gab es auch noch diesen Putsch im Tschad und zuletzt wurde im Januar 2022 in Burkina Faso geputscht. Zwischen diesen Ländern liegt der Niger, der sich zuletzt als der Stabilitätsanker in der Region erwiesen hat und den wir deswegen unbedingt weiter unterstützen müssen. Es ist daher folgerichtig, dass wir den Schwerpunkt unseres Engagements im Rahmen der EUTM-Ausbildungsmission nun von Mali nach Niger verlegen. Viele hier im Haus hatten ja bereits gefordert, dass wir unser Engagement in Mali nach den zwei Putschen überdenken. Sie haben völlig zu Recht gefragt, ob wir weiterhin eine Armee ausbilden können, die zweimal geputscht hat. Ich selbst habe zu den Leuten gehört, die hier nicht vorschnell in Aktionismus verfallen wollten, sondern dem Land stattdessen eine Chance zur Rückkehr zur demokratischen Ordnung geben wollten. Deswegen hatten wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern den zweimaligen Staatsstreich in Mali verurteilt und eine Rückkehr zur Demokratie mit Nachdruck gefordert. Dieser Forderung wurde mit ganz erheblichen Sanktionen durch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, also den Nachbarstaaten Malis, Nachdruck verliehen. Aber leider gab es immer wieder Verzögerungen bei diesem Transitionsprozess. Als Konsequenz aus diesen Verzögerungen hat sich unsere Bundesregierung auf EU-Ebene dafür eingesetzt, dass wir gemeinsam als Europäer die Ausbildung der malischen Armee im Rahmen dieser Mission aussetzen. Das war uns als Freien Demokraten besonders wichtig, dass wir hier keinen deutschen Alleingang machen, sondern gemeinsam als Europäische Union agieren. Und vor ungefähr einem Monat kam es auf EU-Ebene schließlich auch zu dem Beschluss, dass die Ausbildung der Sicherheitskräfte in Mali im Rahmen von EUTM Mali ausgesetzt werden. Dieser Beschluss auf EU-Ebene spiegelt sich jetzt auch bereits im Mandatstext nieder, den wir jetzt hier im Bundestag besprechen. Und deswegen verzeihen Sie bitte, liebe Union, aber es bedarf halt bisweilen auch mal längerer Absprachen zwischen den Ministerien. Gerade zu euren Regierungszeiten kann ich mich als Oppositionspolitiker sehr gut daran erinnern, wie oft wir auf die Texte aus den Ministerien als Opposition haben warten müssen. Ihr braucht jetzt nicht so zu tun, als wärt ihr die Vorbilder der Regierungen gewesen gegenüber der Opposition. Das kenne ich aus den letzten 4 Jahren. Und dementsprechend kommen wir heute mit der Ausbildung in Niger ja entsprechend auch den Anforderungen des Hauses nach. Wir hatten als FDP-Fraktion nämlich damals darauf gedrängt, dass die Mission Gazelle in das Mandat integriert wird. Und das ist 2020 ja auch erfolgt. Es war uns daher besonders wichtig, dass wir jetzt nicht versehentlich das Kind mit dem Bade ausschütten und auch gleich noch Niger für die Verfehlungen der Militärjunta in Mali bestrafen. Denn Niger hat sich mit weitgehend demokratischen Wahlen 2016 und 2021 als dieser Stabilitätsanker in der Region erwiesen, der er heute ist. Daher müssen wir Niger weiter unterstützen, und das wollen wir auch als Freie Demokraten. Die Mission Gazelle läuft planmäßig zum Ende des Jahres aus, das haben viele Kollegen hier schon gesagt, aber wir sind bereits in Gesprächen, unser Engagement möglicherweise fortzusetzen, denn Niger möchte in den nächsten Jahren seine Sicherheitskräfte verdoppeln, um selber für Sicherheit im eigenen Land sorgen zu können. Aus diesen Gründen möchte ich für Ihre Zustimmung zu diesem Mandat werben, und abschließend möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten danken, die unter diesen wirklich schwierigen Bedingungen der nigrischen und der malischen Bevölkerung helfend zur Seite stehen. Vielen Dank dafür. Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Ali Al-Dalami das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Einsatz in Mali ist krachend gescheitert. Keines der seit fast 10 Jahren verkündeten Ziele wurde erreicht. Die Lage in der gesamten Sahelzone bleibt explosiv, und der Einsatz ausländischer Soldatinnen und Soldaten hat die Lage nicht besser gemacht, ganz im Gegenteil. Doch anstatt sich genau das einzugestehen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, nämlich die Soldatinnen und Soldaten endlich nach Hause zu holen, wollen Sie das deutsche MINUSMA-Kontingent um 300 Soldaten aufstocken, und die deutschen Ausbilder sollen jetzt einfach in Niger weitermachen. Das ist nichts anderes als die Fortsetzung des bisherigen Scheiterns mit Ansage, und das ist fatal, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung.
Das Herunterfahren der Ausbildungsmission in Mali begründen Sie mit der Zusammenarbeit malischer und von der Bundeswehr ausgebildeter Soldaten mit russischen Kräften, die womöglich dann Menschenrechtsverletzungen begehen könnten, hat ja die Verteidigungsministerin soeben erläutert. Doch bereits schon 2020 waren die malischen Sicherheitskräfte zeitweise sogar für mehr Vergehen an der Zivilbevölkerung verantwortlich als islamistische Terroristen. Konsequenzen gezogen haben sie damals keine. Zwei Militärputsche in Mali in Folge. Konsequenzen gezogen haben sie damals keine. Und zum Einsatz russischer Kräfte in Mali hatte die Verteidigungsministerin noch vor einigen Monaten gesagt, ich darf zitieren, wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht, Zitat Ende. Und jetzt ist die Präsenz Russlands auf einmal eines ihrer Hauptargumente für das Herunterfahren der Ausbildungsmission. Ja, da fragt man sich, was gilt denn nun? Was ist denn das für eine Orientierungs- und Planlosigkeit in dieser Regierung? Das ist unfassbar und damit muss endlich Schluss sein. Fakt ist, die Sahelzone ist ein Pulverfass. Nicht nur in Mali, sondern auch im Tschad und in Burkina Faso gab es einen Putsch. Und auch hier haben sich letztere Russland zu Hilfe geholt. Und Fakt ist auch, dass in der Sahelzone die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, in deren Schlepptau nicht nur die Bundesregierung, sondern auch andere Staaten vor Ort aktiv sind und die sich im Übrigen zuerst aus Mali aus dem Staub gemacht hat, immer mehr unerwünscht, wenn nicht gar mittlerweile in einigen Ländern verhasst ist, unerwünscht, weil sie sich dort ständig in die inneren Angelegenheiten einmischt und dort auch enormen wirtschaftlichen Einfluss ausübt. Und das ist nebst der Abwehr von Geflüchteten der Kern des Interesses an dieser Region. Denn Frankreich kontrolliert bis heute die Währungspolitik von 14 Ländern in West- und Zentralafrika, hat Vorkaufsrechte für viele der natürlichen Ressourcen. Französische Unternehmen dominieren viele Wirtschaftszweige wie Transport, Häfen, Telekommunikation. Und es geht Frankreich auch um den freien Zugriff auf die Uranminen im Sahel für seine 56 Atomkraftwerke. Und in dieses Getümmel, inklusive des grenzüberschreitenden Terrorismus und der Putsche, wollen Sie die Soldatinnen und Soldaten ernsthaft weiter in der Sahelzone belassen? Ich sage Ihnen, das ist verantwortungslos und das machen wir nicht mit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion spricht nun Christoph Schmidt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie geht es mit dem Kollegen Lechte von der FDP? Jetzt zurück zur Sachpolitik. Wir haben vor circa einer Stunde über die Verlängerung der Beteiligung unserer Bundeswehr an der UN-Mission MINUSMA diskutiert und ich gehe schon davon aus, dass die Mehrheit dieses Hauses der Verlängerung des Mandats unter den genannten Bedingungen zustimmen wird. Das ist ein gutes und wichtiges Signal für die Stabilität in der Sahelzone. Unsere Verantwortung als Parlament ist es aber natürlich, dass unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz den bestmöglichen Schutz haben. Das hat die Verteidigungsministerin sehr eindrücklich auch betont. Lassen Sie mich an der Stelle all denen danken, die aktuell in einem Auslandseinsatz sind oder waren. An der Stelle natürlich vor allem in der Sahelzone, egal ob nun im Rahmen von MINUSMA oder EUTM. Und an die AfD richte ich den dringenden Appell, niemals Egon Bahr oder andere SPD-Größen zu zitieren. Dafür müsste man verstehen, was diese zu sagen hatten. Ich habe in den letzten Monaten viele Gespräche mit unterschiedlichsten Akteuren geführt, von eingesetzten SoldatInnen vor Ort über WissenschaftlerInnen bis hin zu in Deutschland lebenden Maliern. Und ich konnte unglaublich viele Eindrücke gewinnen und weiß daher, welche Wertschätzung unser deutsches Engagement in Mali genießt. Das gilt sowohl für die Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch für das sicherheitspolitische Engagement. Und auch wenn niemand in der Linkspartei diesen Zusammenhang sehen möchte, es ist nicht Russlands Engagement, das uns dazu bringt, jetzt aus der EUTM auszusteigen, sondern es sind die Menschenrechtsverletzungen, die gemeinsam mit Russland dort begangen werden, die uns zu dieser Einsicht auch bringt. Und das bitte ich schon auch zu unterscheiden und auch zu sehen, was die Verteidigungsministerin gesagt hat. Nämlich ein nicht unerheblicher Teil der malischen Zivilgesellschaft hätte sich gewünscht, dass Deutschland und auch die EU künftig bei der Ausbildung von Sicherheitskräften Unterstützung leisten würden. Aber wie bereits mehrfach erwähnt, muss man auch festhalten, dass die derzeitige malische Regierung wenig bis gar kein Interesse an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gezeigt hat. Kollege Schmidt, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Lutze? Meinetwegen. Geht's
Meinetwegen. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenbemerkung zulassen. Man kann ja, wir sind uns ja weitgehend einig, was die Einschätzung der Lage in der Region und in Mali angeht. Wir kommen zu unterschiedlichen Folgerungen daraus, wie die Politik damit umgehen soll. Aber wenn Sie gerade das Stichwort Russland und diese Söldnertruppe dort erleben, ist Ihnen eigentlich bekannt, dass es seit 3-4 Jahren diese Kenntnisse darüber gibt? Und warum haben Sie als SPD in diesen ganzen Zeiten, in diesen ganzen Monaten, im Jahr nichts gemacht? Warum kommen Sie jetzt erst zu der Erkenntnis, Ihr Engagement dort zurückzuziehen, aufgrund dessen, was Russland oder was diese russischen Söldner dort machen? Warum haben Sie nicht schon vor 3-4 Jahren reagiert, seitdem das bekannt ist? Herr Kollege, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass die malische Regierung schon seit langem mit Russland militärisch zusammengearbeitet hat. Die russische Regierung hat schon lange Hubschrauber nach Mali geliefert und war schon lange dort auch Partner der militärischen Strategie Malis. Aber erst in den letzten Jahren kamen tatsächlich auch die sogenannten Private Military Companies ins Spiel und haben tatsächlich auch dazu beigetragen, dass eben gemeinsam mit malischen Kräften Menschenrechtsverletzungen begangen wurden. Deswegen ist das natürlich neu zu bewerten und ich glaube, das ist Ihnen auch bekannt. Ich habe die malische Regierung erwähnt. Im Gegenteil, die anfänglich gute Zusammenarbeit oder zumindest die Zusammenarbeit hat sich stetig verschlechtert. Und es wurde nicht nur der Transitionsprozess verzögert und viel diplomatisches Porzellan zerschlagen. Nein, eben durch diese Ausdehnung der Zusammenarbeit mit Private Military Companies wurden auch schwerwiegende Verletzungen fundamentaler Menschenrechte begangen. Und die malische Regierung hat sich daher als Partner für Deutschland und die EU völlig disqualifiziert. Daher ist es doch mehr als nachvollziehbar, dass die EU im April entschieden hat, die Zusammenarbeit auszusetzen. Von deutscher Seite, wir haben es gehört, soll nun künftig nur noch eine minimale fachliche Beratung auf strategischer Ebene als eine minimale Präsenz in Mali verbleiben. Wir sind als Ampelkoalition mit dem Versprechen angetreten, dass wir Auslandseinsätze künftig nicht um ihrer selbst willen verlängern wollen, sondern alle Einsätze unserer Bundeswehr einer kritischen Überprüfung unterziehen werden. In der öffentlichen Diskussion sind die laufenden Einsätze wegen der völlig veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ein wenig aus dem Fokus verschwunden. Umso wichtiger ist es, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier diesen Fokus behalten und unserer Verantwortung gerecht werden. Lassen Sie es mich noch einmal deutlich betonen. Eine deutsche Beteiligung an der Ausbildung von Sicherheitskräften für diese aktuelle malische Regierung kann, darf und wird es nicht mehr geben. Das ist aber für die Sahelregion ein weiterer herber Rückschlag, der allerdings allein den politisch Verantwortlichen Mali zuzuschreiben ist. Erfreulich, und auch das haben wir gehört, ist dagegen die Zusammenarbeit mit der Regierung in Niger. Und daher ist es schon auch wichtig, dass wir an dieser Stelle für die gesamte Sahelregion signalisieren, dass auch wir ein verlässlicher Partner sind, wenn unsere örtlichen Partner ebenfalls zuverlässig sind und Grundwerte wie Menschenrechte und Demokratie achten. Aus diesem Grund sollte der Spezialkräfteeinsatz Gazelle unter dem Dach EUTM Mali wie vereinbart bis zur geplanten Beendigung im Dezember 2022 weitergeführt werden. Als SPD-Fraktion sind wir aber auch offen für Gespräche über eine noch auszuarbeitende mögliche Anschlusslösung, um mit Niger einen möglichen Stabilitätsanker in der Sahelregion und auch einen Hoffnungsschimmer weiter zu unterstützen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Silberhorn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeswehr hat in Mali und in der gesamten Sahelzone über viele Jahre einen wertvollen Beitrag zur Stabilität geleistet und tut das noch heute. Mali ist jetzt der größte Einsatz der Bundeswehr. Und deswegen gebührt allen Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz sind oder waren, unser aller Dank und unsere ausdrückliche Anerkennung. Der Ansatz für Mali war durchaus richtig, nämlich Ausbilder auszubilden und Spezialkräfte auszubilden. Allerdings sind die Fortschritte in Mali hinter den Erwartungen doch deutlich zurückgeblieben. Nachbarländern wie beispielsweise Mauretanien gelingt es sichtbar besser,
die eigenen Grenzen zu sichern, Terroristen zu isolieren und organisierte Kriminalität einzugrenzen. Deswegen kann und muss Mali mehr für die eigene innere Sicherheit tun. Sie müssen neue Sicherheitskräfte rekrutieren und ausbilden. Sie müssen staatliche Institutionen im ganzen Land platzieren und sie müssen in Daseinsvorsorge investieren, von Ernährung über Bildung bis Gesundheit. Das ist nicht meine persönliche Auffassung. Das sehen die Nachbarstaaten so, das sieht die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft so und das weiß die malische Regierung auch selbst. Präsident Goïta bestimmt jetzt den Kurs. Seine Bevölkerung bringt ihm großes Vertrauen entgegen. Und die internationale Gemeinschaft ist durchaus bereit, die Anstrengungen Malis zu unterstützen, aber wir können sie nicht ersetzen. Die malische Regierung wollte seit vielen Monaten die Ausbildung ihrer Streitkräfte teilweise in die Landesmitte verlegen. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung in enger Abstimmung mit der Europäischen Union ein Ausbildungszentrum in Sévaré detailliert ausgeplant. Die Europäische Union hätte es mitfinanziert. Wir waren da auf einem guten Wege. Aber es ist doch ein Vertrauensbruch, dass die malische Regierung zur gleichen Zeit neue Vereinbarungen mit Russland über Ausbildung getroffen hat. Und es ist eben neu, anders als gerade dargestellt worden ist, dass Söldner der privaten Wagner-Gruppe im Land sind. Es ist auch neu, dass sich Frankreich zurückgezogen hat aus Mali und jetzt diese Söldner in dieses Vakuum stoßen. Und es ist auch neu, dass unter Beteiligung malischer Streitkräfte unter Anweisung russischer Söldner schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Und deswegen können wir nicht so weitermachen wie bisher. Es hat sich auch die politische Grundlage unserer Kooperation verändert. Es ist schon angesprochen worden, dass Goïta die Zusagen, bis Februar diesen Jahres Wahlen durchzuführen, nicht eingehalten hat. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS muss ihre Sanktionen aufrechterhalten. Ein Konsens ist nicht in Sicht. Und deswegen ist die Ankündigung der Europäischen Union vom April konsequent gewesen, die europäische Trainingsmission in Mali auszusetzen. Dass die Bundesregierung nun die taktische Beratung und die Ausbildung bis auf Weiteres aussetzt, ist insoweit das notwendige Minimum. Wir können nicht, da stimme ich den Vorrednern völlig zu, malische Soldaten ausbilden, die dann mit russischen Söldnern Menschenrechte missachten. Allerdings bleibt die Lage im Sahel fragil. Insbesondere besteht weiterhin die Gefahr, dass sich Terrorismus und organisierte Kriminalität von dem Dreiländereck Mali, Niger, Burkina Faso hin an die Südküste von Ghana bis Nigeria ausbreitet. Und russische Kämpfer werden dem Sahel ganz sicher keinen Frieden bringen. Sie zeigen dort die gleiche Brutalität, die wir auch in Syrien schon gesehen haben und aktuell in der Ukraine feststellen müssen. Meine Damen und Herren, es liegt in unserem Interesse an Sicherheit in unserer europäischen Nachbarschaft, dass die Europäische Union auch mit unserer Beteiligung in der Region weiter präsent ist. Und deswegen ist es richtig, dass diese europäische Trainingsmission im Kern fortgeführt wird, ausgesetzt in Mali, jetzt mit Schwerpunkt im Niger. Die Trainingsmission Gazelle ist erfolgreich. Die Ausbildung der Spezialkräfte ist vielfach erprobt. Das machen auch andere Staaten. Und sie zeigt erhebliche Fortschritte. Und dazu kommt, dass Niger trotz erheblich schwierigerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Vergleich zu Mali auch politisch auf dem richtigen Weg ist. Das verdient unsere Unterstützung. Ich begrüße ausdrücklich, dass die weitere Unterstützung auch der gemeinsamen Einsatzgruppe der G5 Force Conjointe, der G5 Sahelstaaten, in diesem Mandatstext aufgeführt ist. Und wir sind auch aufgeschlossen für eine Anschlussmission im Sahel, im Anschluss an die Operation Gazelle, die zum Jahresende beendet wird, dann allerdings vielleicht auch ergänzt um die Begleitung zu Operationen. Also wenn, dann das volle Programm, das gebe ich zu bedenken. Und ein letzter Hinweis darf doch gestattet sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, dass wir Parlamentsdebatten über Auslandseinsätze führen, hat nicht den Zweck, dass Sie länger nachdenken und beraten dürfen als Ihre eigene Regierung, sondern Sie sollen die Konzepte, die Sie erarbeiten, vor den Augen der Öffentlichkeit mit uns
präsentieren und sich mit uns über den richtigen Kurs streiten. Dazu sind wir gerne bereit. Und dann, denke ich, sind wir auch im Sahel auf einem guten Weg. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1762 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.